GNTM 2023, die Kandidatinnen. Sogar Popstar-Freundin ist dabei. Die 18. Staffel Germany's Next Topmodel startet am 16. Februar 2023 auf Pro7. Die 29 Kandidatinnen der Castingshow von Heidi Klum, 49, stehen bereits fest. Wer sich dieses Jahr wieder auf ältere Models gefreut hat, wird enttäuscht. Statt Best Aga sind 2023 Curvy Models, ein Tattoo sowie Piercing-Fan und die Freundin eines Popstars mit dabei. Die 23-jährige Eda aus Köln ist ein echtes Sprachtalent, sie spricht 5 Sprachen fließend. Die 19-jährige Emilia aus Kelkheim im Taunus besticht hingegen durch ihre Körpergröße. Mit ihren 1,94 Metern ist sie kaum zu übersehen. Sie wolle anderen großen Frauen Mut machen. Niemals an sich und seinen Träumen zu zweifeln, nur weil man nicht der Norm entspricht, erklärt sie dem Sender. Anna ist 22 Jahre alt, kommt aus Heide und ist mit einem Popstar liiert. Bei ihrer Arbeit in einem Musiklabel lernte sie den britischen Singer-Songwriter Tom Gregory, 27, kennen und lieben. Ich bin gegenüber meinen Mitmenschen loyal und zuvorkommend und bin immer für alles offen, beschreibt sich die 22-Jährige selbst. Eda, Anna und Emilia wurden von Heidi Klum höchstpersönlich für die 18. Staffel von Germany's Next Topmodel ausgewählt und nach Los Angeles eingeladen, heißt es. Auch Elisabeth, 21, aus München versucht ihr Glück. Sie kennt die Show vermutlich schon etwas besser. Denn die 21-Jährige hat gemeinsam mit der zweitplatzierten Luca aus der vergangenen Staffel Abitur gemacht.